So, ja, hallo zusammen. Ich war ja letztens auf dem EA-Event von Titanfall. Ja, und was ich da so gemacht habe, das wollte ich euch mal in diesem kurzen Zusammenschnitt hier zeigen. Also es ist nicht komplett Let's Play, ich habe es zusammengeschnitten und werde euch jetzt mal erzählen, was ich da so getrieben habe an dem Tag. Ne? War auch echt ein nice Event, muss man sagen. Ich habe da auch den Dena und den Ungespielt getroffen und LP mit Kev und den Malte von Broken Thumbs. Ich weiß, wie er aussieht. Haha, ihr nicht. Ja, aber was es da zu sehen gab, das seht ihr jetzt hier, ja? Und ich muss auch echt sagen, ich bin ein bisschen geflasht von dem Spiel, weil es ist schön schnell so. Ja, da habe ich richtig Bock drauf. So, es lädt natürlich trotzdem, wie jedes Spiel, ne? Und es fängt ganz leger im eigenen Quartier an, ja? Wie man hier sieht. Richtig nicer Ausblick aus dem Fenster, ja? Noch ein klappbares Bett, für wen auch immer, wenn man da eine Orgie feiern will. Oder so, ja. Und dann jedet auch direkt los, ja. Welcome to the Hammond Pilot Certification Simulator. So, erstmal wild Knöpfe drücken. Mache ich einfach mal. Und dann jedet auch schon los. Ja, so ein Ding brauche ich zu Hause auf jeden Fall auch, ja. Wenn das so leicht zu kalibrieren ist auch, hoch und runter gucken. Ich möchte natürlich nicht die Maus invertieren, ne? Das könnt ihr gerne machen. Ich mach's nicht. Ich will jetzt loslegen, ja? Und es fängt alles erstmal mit dem Training Simulator an, wo man erstmal so die grundlegenden Skills lernt. Nicht? Hier zum Beispiel Rennen, Shift. Oder einfach hier an der Wand entlang laufen. Das kann man, das finde ich sehr nice. Oder man kann auch die Wand wechseln dabei. Oder die Wand schräg hochlaufen und da hochspringen. Well done. Ja, und dann hat man auch das erste Level schon geschafft im Training. Das war sehr leicht. Und jetzt kommt Freeform Wallrun. Hier muss man quasi abrufen, was man gerade gelernt hat. Ja, und ich renne einfach mal hier so schön an der Wand entlang hier überall. So, hier nochmal. Und das ist so schön. Man kann sich echt so schön frei bewegen. Und eigentlich fängt er sich auch immer, wenn man in der Nähe einer Kante draufkommt. So, nächstes ist der Double Jump. Auch schön. Ja. Jump kits Hüp, extend your hüp. natural jumping Spring mal ability. einfach mal hoch, so eine You can Kante. jump once more after leaving Oder the so ground. weiß. So Cover weit. even So more weiß. deep. Ja, das Level ist auch so Double weiß. jump and mantle Aber into man kann auch the sehr whole hoch world springen, to einfach aus see. dem Stand. Auch super krass, ja. Und dann gibt es nochmal hier ein Freeform-Level, wo man nochmal zeigen kann, was man gerade alles Geiles gelernt hat, ja. Excellent Und dann navigation hat man es auch skills, schon pilot. geschafft. Als nächstes lernt man, wie man sich tarnt. To pilot survival. Ja, man drückt nämlich einfach Q. Und dann sehen die ja nicht. Ist so voll easy going, weißt du? Einfach vorbeigehen. Ja. Und wenn du dann vorbeigegangen bist und triffst einen To von hinten, melee. brichst ihm das Genick. If you melee Oder schießt ihm den Kopf target so mit der immediately, all of Auto-Aim-Pistole. the targets with Oder your vier smart Leuten auf pistol, einmal. Ja. targets So neutralized. leicht ist das in With dem your Spiel. smart pistol, Und wenn es ein anderer Spieler ist, einfach target dreimal down. anvisieren, um sicher zu gehen, ja. Finde ich auch echt nice. Destroy So, als all of nächstes the gibt es noch hier so targets eine in the shooting Machine range. Gun, womit man erstmal hier so ein paar Roboter wegknallen muss. Dann kann man noch ein paar Granaten werfen. Ich schmeiß einfach mal wild um mich. Ja, ich find's geil. Ja. Und als nächstes lernt man dann auch schon das Pilot Combat Scenario. Ja, da drin muss man nochmal gegen Your eine enemy is von einer located in KI the gesteuerte affirmative corner Gegner of your zeigen, was man AI gerade display. gelernt hat. Ja. Dann Look springt for man the hier so small smooth dots on your rum. minimap to find all the Benutzt dann wieder enemy schön die targets. Auto-Aim-Pistole. Zack, zack. Double Headshot. Tritt einen weg. Schießt dem nächsten, der ankommt, den Kopf. Und lädt nach. Ja. Man ist mitten in der Action. Bewegt sich schön hier. Das finde ich geil. Wie so eine Katze. Einfach hier wild rumspringen. Dabei noch die großen Titans kaputtballern. Mit der Anti-Mech-Waffe, die man noch hat. Ja, ist einfach super krass, ey. Man ballert alles zu Schund in diesem Spiel. Oder man steigt in das Ding ein. Ja. Und gibt denen heftig. So, schießt einfach so ein paar Raketen auf die drauf. Oder fängst die auf von denen, wirfst sie zurück. Finde ich auch echt ein nices Feature. Und wenn man mal stirbt, sprengt man sich raus, hat dann die Übersicht und kann dann alles kaputtballern. Ja. Und das ist auch so mehr oder weniger das Ende des Trainings. Ich habe euch jetzt das Kapitel vorenthalten, wo man lernt, was der Titan noch alles kann. Der kann einem folgen. Aber das lernt ihr sicher dann selber auch, wenn ihr mal zockt. Ja, und dann erfährt man hier so, hä, was? Da draußen ist ja alles voller Metall. Ah, okay, man ist sofort da, wo die Action losgeht, ja? Welcome to the frontier. Und ich überlasse euch einfach mal einer Runde Titanfall Gameplay. Ich habe mal so ein paar Szenen zusammengeschnitten, um euch zu zeigen, was da so abgeht. Attention Viel all units. Spaß damit. This is a hardpoint operation. We just lost Alpha.
Project Alpha, check your map. The Blitzer is slightly ahead of us, but there's plenty of time to turn it around. Get it done, split gap. Acknowledged. Stand by for Titanfall. Transferring control to pilot. Be advised, you're close to halfway down, but check your map.